In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem PDF-Portfolio am Beispiel des Haushaltes 2013 der Stadt Gelsenkirchen. Wir benötigen dazu den Acrobat Reader. Ich habe hier die Version 10. Per Doppelklick öffnen wir das Portfolio und schauen nach dem Öffnen auf die Hauptansicht. Auf der linken Seite finde ich die Struktur des Haushalts ähnlich wie in einer Explorer-Ansicht. Diese Ansicht kann ich auch zur Verbesserung der Lesbarkeit etwas weiter aufziehen. Dieselbe Struktur befindet sich allerdings auch mit Ordnersymbolen in der Mitte wieder. Es gibt darüber hinaus noch eine weitere Ansicht, und zwar die Dateiansicht. Die Dateiansicht ist etwas nüchterner. Die Inhalte sind jedoch dieselben. Hier kann man nach Geschmack auswählen. Wir machen mit der Layout-Ansicht weiter. Interessiere ich mich zum Beispiel für bestimmte Produktgruppen, kann ich den Bereich einfach durch Doppelklicken öffnen. Ich gehe jetzt mal den Weg über die linke Struktur. Doppelklick auf Produktgruppen. Hier befinden sich jetzt übersichtlich die einzelnen Produktgruppen, die ich wiederum durch Doppelklicken öffnen kann. Hier am Beispiel der Produktgruppe 1101. Das Dokument hat 6 Seiten und ich kann jetzt hier durch das Dokument blättern und hier oben wieder schließen. Arbeite ich öfter mit bestimmten Inhalten und möchte nicht immer mit dem gesamten PDF-Portfolio arbeiten, kann ich diese Inhalte auch aus der Gesamtdatei extrahieren. Wir nehmen jetzt mal das Beispiel der Ausschüsse. Gehen auf die Zusammenstellung nach Ausschüssen. Hier wieder eine Übersicht, ähnlich wie bei den Produktgruppen. Und wir werden jetzt das Dokument Ausschuss für Bildung extrahieren. Das geht ganz einfach, indem ich mit der rechten Maustaste hier draufklicke und aus Portfolio extrahieren anklicke. Ich werde dieses Dokument jetzt hier bei mir auf dem Desktop ablegen. Ich zeige das mal. Hier ist jetzt das Dokument, ein Einzeldokument, was letztendlich 60 Seiten hat und nicht mehr die Größe wie das Gesamtportfolio. Eine weitere Besonderheit des PDF-Portfolios ist die Suche. Wenn ich zum Beispiel die Produktgruppe nach der Bochumer Straße durchsuchen möchte, gebe ich hier oben in das Suchfeld Bochumer STR ein, wobei Groß- und Kleinschreibung hierbei egal sind, und betätige anschließend Suchen. Jetzt wird der Bereich Produktgruppen nach diesem Wort durchsucht und ich kriege hier in der Ergebnisliste angezeigt, in welchen Dokumenten der Begriff Bochumer Straße vorkommt. Zum Beispiel hier im Bereich Stadtentwicklung. Wenn ich jetzt hier draufklicke, sehe ich den Begriff Bochumer Straße in dem Kontext, in dem er sich befindet. Zum Beispiel hier zur Aufwertung der Bochumer Straße. Das könnte mich interessieren und wenn ich jetzt hier draufklicke, erscheint die Bochumer Straße in dem Kontext. Hier in dem Dokument Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss. Hier kann ich aber weiter durchklicken und alle Dokumente werden mir entsprechend angezeigt.